In der vierten Nacht der Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wurden weitere 11 Geiseln aus der Gewalt der Terroristen freigelassen. 9 Kinder und 2 Mütter. Einige wurden zu medizinischen Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Die jüngsten Kinder sind 3-jährige Zwillinge. Unter den Freigelassenen sind auch 2 deutsche Teenager. Nach der Verlängerung der Feuerpause im Gazakrieg um 2 Tage sollen weitere 20 Frauen und Kinder freigelassen werden. Die Hoffnung, dass der Waffenstillstand zu etwas Dauerhaftem werden könnte, scheint unrealistisch. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu besteht darauf, den Krieg gegen die Hamas weiterzuführen. Im Austausch für die israelischen Geiseln wurden 33 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen. Die meisten von ihnen Frauen und Minderjährige, die wegen Messerattacken auf Israelis oder Steinwürfen verurteilt worden waren. Während der verlängerten Feuerpause können weitere Hilfslieferungen in den südlichen Gazastreifen gebracht werden. Helfer sprechen jedoch von einem Tropfen auf den heißen Stein. Hunderte weiterer beladener Lastwagen würden benötigt. Auch der Mangel an Wasserbrunnen verursacht eine große Krise. Etwa 50% sind zerstört und es wird nicht annähernd genug Wasser in das Gebiet gebracht. Bei den Angriffen der Hamas am 7. Oktober wurden auf israelischer Seite 1200 Menschen getötet und etwa 240 Geiseln genommen. Seitdem sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 14.500 Menschen bei den israelischen Vergeltungsmaßnahmen getötet worden.